Woher kommen Sie gerade? Ich komme gerade aus dem Plenum, also aus dem Bundestag, wo wir die Generaldebatte hatten zum Haushalt, zum Thema Bundeskanzleramt. Mhm. Frau Merkel hat gesprochen und ich habe natürlich eben noch Andrea Nahles, meine Fraktionsvorsitzende, bejubelt und bin dann direkt zu Ihnen gekommen danach. Gleich aus dem Plenum zum Interview. Perfekt. Wie lange hat es gedauert bei Ihnen gefühlt, bis Sie angekommen sind im politischen Betrieb hier in Berlin, in den ganzen Abläufen? Wann muss ich wohin? Mhm. Worum geht's? Ein paar Wochen brauchte man schon, bis man sich erstmal, ich sag das mal, als Binnenorientierung erarbeitet hat. Also wo ist welcher Raum? Wo finde ich welche logistischen Unterstützungsmaßnahmen? Wie ist so der Ablauf einer Plenarwoche? Das erschließt man dann eigentlich relativ schnell in den ersten paar Wochen. Mhm. Und dadurch, dass wir zu dem Zeitpunkt nur eine geschäftsführende Regierung hatten, war hier auch kein klassischer Ablauf dabei, aber ging relativ schnell. Wie ist Ihr Zwischenfazit bis jetzt, was die Legislaturperiode so gebracht oder nicht gebracht hat? Naja, also wir arbeiten jetzt endlich seit Mitte März. Wir haben die neue Regierung. Wir debattieren diese Woche ja den Haushalt. Ich bin da ganz frohen Mutes, dass wir jetzt schnell auch ans Arbeiten kommen, dass die Gelder fließen, dass wir gestalten können, dass wir, wie in meinem Ressort, ich bin für den Digitalpakt Schule zuständig, dass wir da jetzt endlich die Schulen unterstützen können mit 3,5 Milliarden in den nächsten Jahren, insgesamt mit 5 Milliarden. Und da bin ich ganz motiviert, dass das jetzt gut klappt. Waren Sie für die GroKo oder dagegen? Naja, es war jetzt keine Traumehe. Ich hätte mir da durchaus was anderes gewünscht, auch vor der Wahl. Aber das Land, wir hatten quasi keine andere Möglichkeit. Mhm. Wir haben es lange diskutiert. Meine Mitglieder haben am Ende mit großer Mehrheit für diese Koalition gestimmt. Und dementsprechend setze ich das jetzt auch mit um. Fühlt es sich ein bisschen anders an? Also war natürlich vor der Abstimmung die große Diskussion, kommt's nicht und wer ist dafür, wer ist dagegen? Jetzt hat sich das gefühlt zumindest ein bisschen gelegt. Hat man so das Gefühl, eigentlich gar nicht so verkehrt jetzt in der Zusammenarbeit oder knirscht es noch hier und da? Naja, man hat immer mal so Störgeräusche. Der eine möchte das lieber, der andere möchte das lieber. Mhm. Ist normal, ist in der Ehe immer so. Wichtig ist, dass wir unsere Ziele, die wir auch festgeschrieben haben im Koalitionsvertrag, jetzt auch umsetzen. Zum Beispiel, ich verstehe die Diskussion nicht, um das Rückkehrrecht von Teilzeit in Vollzeit. Mhm. Die Union möchte da immer noch wieder ran und Andrea Nahles hat eben auch noch mal ganz klar gemacht, das ist fertig und es gehört jetzt umgesetzt. Also weiterhin selbstbewusst in der Koalition für die Ziele kämpfen. Die erste Rede im Bundestag, im Plenum, haben Sie gehalten. Ja. Worum ging es und wie war es? Es war direkt quasi auch mit in Antwort auf die neue Bildungsministerin von Karliczek in der Ressortdebatte vor ein paar Wochen. Und ich habe mich natürlich auf den Digitalpakt Schule konzentriert. Mhm. Frau Wanka, ihre Vorgängerin von der Union, hat das Projekt verschleppt, hat keine Gelder eingestellt bekommen und habe dann nochmal, also ich habe darauf hingewiesen, dass wir da ganz, ganz dringend jetzt ran müssen. Die Schulen, die Kommunen, alle warten auf das Geld. Das war ein Schwerpunkt meiner Rede. Das passt dann auch zu Ihrem Schwerpunkt, also auch Ausschussarbeit, Digitales, Bildung, Forschung, Technikfolgenabschätzung. War das ein Wunschausschuss, Wunschthema, Wunschgebiet? Ich komme ja aus der Bildung. Ich war vor meinem Einzug in den Bundestag als Gymnasiallehrerin an einer integrierten Gesamtschule tätig. Und daher ist Bildung für mich immer etwas, was ich ganz, ganz gerne betreibe, was ich vorantreiben möchte. Von daher war das für den Ausschuss oder dass ich in den Ausschuss komme, eine gute Sache. Passt also. Ich habe auf Ihrer Website gesehen oder gelesen, dass, weiß nicht, ist das ein Hobby oder Laster oder dass Ihr Kaffeekonsum zumindest so groß sein muss, dass es erwähnenswert ist. Aha. Ja, ist das so? Ist so, in der Tat, immer auf Koffein. Also der Tag fängt nicht gut an ohne eine Tasse Kaffee, die brauche ich immer. Und dann schauen wir mal, wie viele Tassen es am Tag dann werden. Und wann kommen Sie dann zur Ruhe? Also jetzt nicht auf den Kaffeekonsum gefragt, sondern ernste Frage. Wie ist das eigentlich, wenn der Tag endet? Braucht man noch mal so ein bisschen, um zu reflektieren und wieder runterzukommen? Oder ist man in so einer Sitzungswoche doch dann die meiste Zeit unter Strom? Na, wir sind schon ganz schön gut unterwegs. Ja. Wir haben viele, viele Termine, die wir alle auch sehr, sehr gerne begleiten und besuchen. Am Ende ist man wie jeder andere Arbeitnehmer auch dann froh, zu Hause zu sein, sich ins Bett legen zu können oder nochmal eine Serie im Fernsehen zu gucken oder ein Buch nochmal aufzuschlagen. Ich glaube, da sind wir alle gleich. Sie haben gesagt, Sie waren Lehrerin. War Politik immer ein Wunsch oder ein zweites Standbein oder wie sind Sie zur Politik gekommen? Ich komme aus einer ganz politischen Familie. Mein Großvater war bei uns in meinem Heimatdorf über 20 Jahre Ortsbürgermeister. Das von klein auf irgendwie mitbekommen. Die Eltern meiner Mutter waren Arbeitnehmer, haben in der Fabrik gearbeitet, haben mir da viel drüber erzählt, als ich klein war. Das hat so ein bisschen dieses politische Wesen in mir geweckt, von klein auf. Und dann eben im Lehrdienst, in der Schule, im Lehrberuf habe ich eben mitbekommen, es gibt Familien, denen geht es super gut. Es gibt aber auch viele Familien, auch viele Kinder, denen es eben nicht gut geht.
und für die müssen wir mehr machen. Da freue ich mich, dass wir jetzt zum Beispiel diesen Bereich Ganztagsschule noch ausbauen werden, dass Franziska Giffey mit dem Gute-Kita-Gesetz auch noch ganz, ganz viel Geld reingeben wird, damit mehr Kinder und Jugendliche auch betreut werden können. Und ich glaube, wir müssen Menschen auch helfen, müssen deren Sorgen und Nöte ernst nehmen. Und dafür stehe ich eben auch mit ein. Ist das auch die Motivation, das alles zu machen? Definitiv. Weil es ist ja auch sehr sportlich zu sehen, ne? Dass die Arbeit, das wird von außen gar nicht so wahrgenommen, auch was wirklich stattfindet an Terminen, an Aufgaben, an Reisetätigkeiten. Also da braucht man auch eine gewisse Antriebskraft. Ja klar, also man steht jeden Morgen auf und ich bin hoch motiviert, zum Beispiel meinen Bereich Digitalpakt Schule jetzt schnell umzusetzen. Ich glaube, meine Kollegen in den anderen Ressorts, denen geht es genauso. Die wollen jetzt zum Beispiel das Gute-Kita-Gesetz voranbringen. Die wollen was machen im Bereich Bauförderung, sozialer Wohnungsbau. Und das treibt uns alle sicherlich gemeinsam an, dieses Land, die Menschen hier weiterzubringen. Ja. Erinnerungsfragen. Erinnern Sie sich noch an das erste Konzert, auf dem Sie waren? Ja, das war in der sechsten Klasse. Da bin ich zu meiner dann späteren Schule gefahren und habe mir da mal ein Konzert der Schulband angeguckt. Okay, weil ich dachte, das könnte eine Schule für mich sein. Ich habe Klarinette gespielt und das war ganz, ganz toll. Es war ein Weihnachtskonzert, das weiß ich noch heute. Und die erste Platte oder erste CD, die Sie gekauft haben und das auch verraten? Oh, es war eine Bravo-Hits. Die sind da, glaube ich, mittlerweile bei über 100 Nummer, also Bravo jetzt 100. Das muss irgendwas bei 20 gewesen sein. Also da war ich auch noch ein bisschen kleiner. Ja, aber ganz groß im Kurs. Bravo-Hits bei Politikerinnen und Politikern höre ich oft. Ja, wahrscheinlich ist das so Common Sense. Ne? So genau, oder so fängt man wahrscheinlich erstmal an, ne? Und dann entwickelt sich der Musikgeschmack, glaube ich, bei jedem dann irgendwie weiter. Was hoffen oder glauben Sie, was Sie zum Ende der Legislaturperiode mit einem Haken versehen können, wo sich was verändert hat? Also ich hoffe sehr, dass wir dann zahlreiche Schulen in Deutschland, in allen Bundesländern mit digitalen Medien ausgestattet haben, dem Zugang zu schnellem Internet, dass wir die digitale Bildung als solche vorangebracht haben. Das ist nichts, was wir in einer Legislaturperiode abschließend schaffen. Das wird mehrere Jahrzehnte dauern, befürchte ich, bis alle dann erschlossen sind oder weitergekommen sind. Es ist auch nie abgeschlossen. Technik ändert sich. Alle müssen sich immer miteinander weiterentwickeln. Aber dass wir da jetzt ein gutes Stück weitergekommen, das ist eine große Hoffnung. Also das Anschieben und da ein bisschen Druck reinbringen. Ja, vielen Dank für die 400 Meter. Letzte Frage. Was bringt der nächste Termin? Wo geht's nach der Kanzlerin und Frau Nahles und dem Interview hin? Also ich werde jetzt gleich wieder tatsächlich zurückgehen, hier mal ins Plenum setzen. Da haben wir dann auch noch den Bereich Außen, der diskutiert wird gleich. Auch ein ganz wichtiges Feld heutzutage. Ich weise nur auf die Lage hin, die wir haben im Mittleren Osten, mit Russland, mit den USA. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, wie wir uns außenpolitisch mit unseren Partnern auch aufstellen. Und da möchte ich gerne mir noch mal ein paar Argumente anhören. Vielen Dank. Sehr gerne.